Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Strick-Tutorial. Heute möchte ich euch zeigen, wie man diese tolle Socke mit aufwendigem Strukturmuster ganz, ganz einfach selber stricken kann. Ich habe euch sowohl für das Grundmuster als auch für meine Fersenwand, die ein bisschen anders gestrickt ist dieses Mal als sonst, eine kostenlose Anleitung auf meine Webseite gestellt. Die könnt ihr gerne herunterladen, ausdrucken und dann euch zum Stricken einfach auf den Tisch legen und zur Hilfe nehmen. Das Muster ist, wie gesagt, überhaupt nicht kompliziert und sehr gerne zeige ich euch, wie man dieses Muster strickt. Und zuvor möchte ich aber euch auch kurz diese Anleitung erklären. Wie gesagt, ihr könnt es als PDF auf meiner Webseite herunterladen und für viele ist ja das mit nach Anleitung stricken überhaupt nichts Neues, aber ich weiß, manche kennen es überhaupt nicht und deswegen zeige ich es euch. Auf den ersten Blick schaut es ein bisschen kompliziert aus, aber das ist es definitiv nicht. Ich stricke ja meine Socken immer mit 64 Maschen als Anschlag. Das entspricht in etwa der Größe 40-41. Ich habe dementsprechend pro Nadel immer 16 Maschen. Und genau so habe ich mir meine Anleitung dargestellt. Also ihr seht hier, wir haben 16 Maschen und das ganze Muster geht über 15 Runden. Ihr seht, auf den ersten Blick denkt man sich, kompliziert, aber ist es überhaupt nicht. Und zwar ist es aufgeteilt. Wir haben hier einmal, ist jetzt hier, 6 Runden, die identisch sind. Dann haben wir nochmal 6 Runden, die identisch sind. Und dann haben wir 3 Runden, die nur in glatt rechts gestrickt werden. Ich gehe das ganz kurz mit euch durch. Ich nehme dazu mein Sockenlineal, das kennt ihr ja bereits, und lege es mir einfach hier über die restlichen Runden drüber, sodass ich weiß, okay, ich bin jetzt in der ersten Runde und dann, wenn ich die fertig habe, kann ich das Lineal nach oben schieben und so weiter und so weiter. Und ich zoome für euch mal ganz kurz rein, damit ihr das besser seht. Und zwar, wir haben hier steht an der Seite, was jedes Kästchen bedeutet. Und deswegen ist es super, super einfach nachzuvollziehen. Wir haben jetzt also am Anfang 5 Maschen links. Dann stricken wir eine Masche rechts, dann einen Umschlag, dann eine überzogene Masche und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Ihr seht eigentlich, dass es hier schon ab der 8. Masche sich wiederholt. Also hier haben wir den Rapport eigentlich schon nach 8 Maschen. In der zweiten Runde ist es so, dass wir mit 5 Maschen rechts beginnen, dann stricken wir 2 Maschen links zusammen, einen Umschlag, eine linke Masche und auch hier sehen wir, dass sich das Ganze wiederholt. Also auch hier haben wir unseren Rapport eigentlich schon nach 8 Maschen. Und jetzt öffne ich mal das Ganze wieder. Seht ihr, okay, das Ganze wiederholt sich 6 Runden lang. Also wir haben 6 Runden genau das Gleiche. In der 7. Runde, da werden gleich welche aufhorchen, weil sie merken, da wiederholt sich was, haben wir eine linke Masche, eine rechte Masche, einen Umschlag, eine überzogene Masche, 5 Maschen links und dann wiederholt sich das. Und diese 7. Runde ist im Prinzip die 1. Runde nur verschoben. Und genau das gleiche haben wir bei der 8. Runde. Die 8. Runde entspricht der 2. Runde, nur dass das Muster wieder versetzt ist. Also in Wahrheit müsst ihr nur diese 8 Maschen von der 1. Runde und die 8 Maschen von der 2. Runde beherrschen und dann ist es alles überhaupt kein Thema. Nachdem wir eben diese 12 Runden gestrickt haben, nach dem Muster, machen wir
drei Runden nur in glatt rechts. Und diese drei Runden sorgen dafür, ich zoome noch mal kurz ein bisschen raus, die sorgen dafür, dass es hier so ein bisschen geschoppt ist, diesen Shop-Effekt hat, wie bei der Stulpe, die ich mal gestrickt habe. Also das macht es super, super flexibel und sehr, sehr angenehm zum Tragen. Also ihr seht, die Anleitung ist zwar auf den ersten Blick vielleicht sehr viel und könnte vielleicht erschlagen, aber in Wahrheit ist es super, super einfach zu stricken und es ist einfach so aufgeteilt, dass ihr jede Nadel Runde für Runde wiederholen könnt. Und nach 15 Runden könnt ihr die Strickarbeit einfach mal auf die Seite legen und durchatmen, eine Pause machen und dann wieder von vorne anfangen. Also das ist der Grund, warum das vielleicht ein bisschen aufwendiger aussieht, aber in Wahrheit gilt das Ganze nur der Übersicht. So, die erste Runde stricke ich 5 Maschen links. Danach strecke ich eine Masche rechts. Hier muss ich kurz kontrollieren. Ich habe das nicht vorher mal auftrennen müssen. Dann muss ich meine Maschen immer wieder zurechtrücken. Dann mache ich meinen Umschlag mit der überzogenen Masche. Und das sind die ersten 8. Und das gleiche nochmal. 5 Maschen links. Dann eine Masche rechts und dann der Umschlag mit der überzogenen Abnahme. Das machen wir jetzt bei allen Nadeln. So, ich habe jetzt die erste Runde gestrickt nach Anleitung und jetzt kommt die zweite Runde. Wie gesagt, das Muster wiederholt sich, deswegen zeige ich euch jetzt einfach nochmal die zweite Runde, wie man die strickt und auch die wiederholt sich nach der 8. Masche. Wir haben 5 Maschen, die wir jetzt rechts stricken, dann 2 links zusammen, ein Umschlag und eine linke Masche. Ihr werdet es auch spüren und sehen, wenn ihr das selber strickt. Auf eine linke Maschenreihe oder Abfolge kommt immer in der nächsten Runde die rechte Masche. Also 1, 2, 3, 4 und 5. Und jetzt werden 2 Maschen links zusammengestrickt. Zusammen. Dann machen wir einen Umschlag und stricken die nächste links zusammen. Und noch einmal 5 Maschen rechts. Dann 2 Maschen links zusammenstricken. Einen Umschlag und dann die nächste links. Einmal kontrollieren. Bei Stricken und Reden und Anleitung ist manchmal zu viel. So, das passt. Wie gesagt, einfach immer nur nach der Anleitung stricken und schon habt ihr nach vielen Runden und Wiederholungen dieses wunderschöne Muster.
Ja, und das war's dann auch schon. Wie gesagt, ihr müsst es einfach nur nach Anleitung stricken. Ich habe den Rapport hier im Schaft viermal gestrickt, im Fußbereich auch viermal, jedoch habe ich die Sohle einfach nur glatt rechts gestrickt. Und wie gesagt, die Fersenwand ein bisschen modifiziert. Aber auch da findet ihr die Anleitung auf meiner Webseite. Alles kostenlos. Ich finde es, Sharing is Caring heißt es ja so schön. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachstricken. Und vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!